kommen von der Erzählkultur, die ganz notwendig ist, in solchen in der Regel Nomadenstämmen, mit denen wir es zumindest in der biblischen Kultur zu tun haben, die treffen natürlich auf Hochkulturen, in denen es eine Verschriftlichung gibt. Und die nächste Frage ist, ja, wie macht man das denn? Mit was schreibt man? Worauf schreibt man? Was hat man denn überhaupt? So, sammeln wir mal. Was haben wir denn alles? Wir gehen in einen Schreibwarenladen vor, sagen wir mal, 3.500 Jahren. Was finden wir? Natürlich gibt es keinen Schreibwarenladen. Ich sage es das jetzt. Ich sage es ja auch. Wenn es einen gegeben hätte, was hätten wir doch besorgen können? Du musst dir jetzt vorstellen, du bist ganz verschleiert, du kommst aus dem Sand der Wüste, du hast irgend so eine verkümmerte Ziege hinter dir her, die bockig ist und ziehst die hinter dir her. Und die taust du jetzt gegen Dinge, weil du was aufschlagen willst. Was kriegen wir da? Oh, langsam, jetzt sammeln wir mal, jetzt sammeln wir mal. Jetzt haben wir schon hier Vorschläge. Was? Eine Vogelfeder. Aha, gut. Und was machen wir damit? Ach so, aha, dazu brauchte man also eine Flüssigkeit oder sowas. Aha, Feder. Dann hatten wir Tierfälle. Stöcke und Feuer. Aha, so Kohlestifte oder sowas. Ja, und worauf schreibt man damit? Damit die Stöcke schon mal hat, ist das schon mal gut. Und dann worauf? Ja, dazu brauche ich aber dann wieder keine, muss ich das nicht anbrennen. Dann kann ich das so machen. Und das ist relativ nicht haltbar. Wachs, aha, Wachs, was brauche ich dann dazu, wenn ich eine Wachslarve beschreiben will? Nochmal. Irgendwie so ein Kratzer, so ein Griffel oder sowas, genau. Der kann aus Knochen sein, da gibt es hier unterschiedliche Materialien. Was ist der Nachteil der Wachslarve? Man darf sie nicht in der Sonne liegen lassen. Ja. Also ist, wir merken schon an diesen Tontafeln, wir merken schon an dem, was wir an Material jetzt sammeln, so aufs erste Mal, das hat eine sehr unterschiedliche Qualität. Es ist übrigens interessant, wenn wir uns schon mit der Bibel beschäftigen und wenn wir an Jesus denken, was hat Jesus aufgeschrieben? Das ist nicht wahr. Ganz genau. Jesus hat einmal geschrieben, überlieferterweise, und das in den Sand. Wo? Wann? Nee? Genau, Johannes 8. Bei der Ehebrecherin. Ja? Als sie da ankam, einen riesen Prozess machen, Jesus sitzt da und schrieb in den Sand. Es ist nicht überliefert, was er geschrieben hat. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, hier haben wir noch ein Material. Steintafel. Ja? Ganz genau. Genau, also jetzt haben wir nochmal deutlicher an diesem Beispiel die großen Unterschiede. Ich nehme mal Adrians Wachstäfelchen. Das ist eine Sache, die man immer wieder verwendet, aber das ist, die Wachstafel ist wie die Tonscherbe, unser gelber Posterzettel, ja, den wir heute irgendwie so abziehen und irgendwo hinkleben. Ja. Das ist nicht haltbar, darauf kann man irgendwie einen Gedankenblitz oder die Haushaltsrechnung oder Einkaufsliste schreiben, ja. Aber das entsorgt man. Oder ist die bei der Wachstafel nicht haltbar. Dann gibt es so Mittelwertiges, also Papyrus, werden wir gleich noch sehen, wie das gemacht wird. Unser Wort Papier ist ja eigentlich was ganz anderes als Papyrus, auch wenn es sprachlich verwandt ist. Kommt aus China ja eher her, die das sehr früh gemacht haben, dieses Verfahren. Ist aber im biblischen Raum vollkommen unbekannt. Und in unserem Kulturraum sehr lange unbekannt. Also dauert bis ins Mittelalter. Was uns bekannt ist, sind diese gegerbten Tierfälle. Aber das ist natürlich haltbar, kann man sagen. Zumindest mal das Grundmaterial unter die Schreibunterlage, also dieses Pergament, wie das dann heißt. Das sind gegerbte Ziegenfälle in der Regel, das eignet sich am besten. Im Verfahren sehr aufwendig herzustellen. Von den Kosten her ungemein teuer. Für einen solchen Bogen, ja, so ein Pergamentbogen, der heute vielleicht DIN A2 hergäbe, also zwei DIN A3 Blätter, ja, also vielleicht so zwei oder drei Buchstaben höchstens von der Schrift, die Sie da sehen, oben diese gelben Blätter,
Da geht ein Tier für drauf. Wenn wir von einem Buch sprechen, ist eine ganze Herde weg. Und die Tiere sind ja nicht da, damit man Papier hat. Ja? Können wir mal ein Ziel starten, ich brauche Notizzettel. Ja? Dann hat man kein Ziel mehr, das Milch gibt, woraus man Käse machen kann, ja? Weil das Tier selber wird natürlich auch erst als Ultima Ratio geschlachtet. Ja? Aber das kann man dann, hat man einmal im Braten und dann war es das. Also lieber können Sie wählen, einmal im Jahr im Braten oder jede Woche oder jeden Tag Milch und Käse. Die Wahl ist nicht so schwierig zu treffen. Also sehr teuer, sehr aufwendig. Die Frage ist dann, womit beschreibt man diese Pergamente? Das ist ja auch eine Frage der Haltbarkeit. Verblasst das dann wieder, sehen Sie ja jetzt zum Beispiel bei Sie müssen heute noch Urkundentinte kaufen, ja, wenn man sowas dann 40 Jahre später noch lesen soll. Sehen Sie auch teilweise bei unserem Papier, also Bücher, die in den 30er Jahren oder in den 40er Jahren gedruckt wurden, die lösen sich inzwischen auf. Ja, die werden entweder krümelig oder man kann sie nicht lesen. Papier zersetzt sich durch einen hohen Säureanteil. Ja, also diese Probleme hatten die damals auch schon. Oder es gibt Texte, die extrem haltbar sein sollen, die sozusagen ewig sein sollen, die haut man dann in Stein oder in Felsen. Teilschrift zum Beispiel. Das hat natürlich auch mit der Schrift zu tun. Sie können eine Schreibschrift, ja, zum Beispiel die genormte Schreibschrift, die man, wenn man in der Grundschule unterrichtet, die man dann so diese schönen, geschwungenen Buchstaben, wo man alles so schön lesen kann, ja, die können Sie nicht in Felsen kloppen. Ja, da müssen Sie irgendwie eine Bildhauergruppe beschäftigen, bis dass Sie so zwei Worte haben. Ja. Das muss sehr präzise, sehr übersichtlich sein. Also allein schon die Buchstabenform, wie die Buchstaben aussehen, wie die Schrift aussieht, hängt schon mit dem Material zusammen, das man hat. Also zum Beispiel unsere Grundschrift heute noch, die lateinische Schrift, die römische Antiqua, ist von der Meißelführung in Stein bestimmt. Ja? Dass das Verbreiterungen hat, dass sich das verjüngt, ja? Die Großbuchstaben, das ist sozusagen die formvollendete Schrift, die wir heute immer noch haben. Auch die Kultur lässt jetzt inzwischen nach, nachdem wir ja am Computer, wenn wir irgendeinen Text setzen im Word-Programm, ja 100.000 Schriften zur Verfügung haben, wir das ganze Ding ausdrucken. Ja. Aber die Antiqua-Schriften sind eigentlich immer noch die schönsten, aber hängen auch mit dem Material zusammen. In diesem Fall mit Stein und Meißel. Genauso wie man die Quadratschrift, die hebräische, eben auch nur mit bestimmten, und die wirkt auch nur und lebt auch nur, wenn man sie etwa mit einem irgendwie einer Form von Feder schreibt, die breit ist, also so ein Schönschreibefüller, würde man heute sagen, ja, die oben eine angeschrägte Feder hat. Indem das nämlich dann Kurven hat, dann wird die Schrift irgendwie schon fast lebendig. Ja. Also gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang von Material und auch Schriftzeit.